Hi, willkommen zu meiner Rezension über das Buch Trading Psychologie von Norman Welts. Wenn du dich für den Handel an der Börse interessierst, sei es langfristiger oder auch kurzfristiger Handel, dann weißt du sicherlich, wie wichtig die mentale Stärke beim Trading ist. Dieses Buch richtet sich genau an diese Thematik und bietet dir hilfreiche Tipps und Techniken, wie du deine mentale Stärke verbesserst und dadurch bessere Handelsentscheidungen triffst. Norman Welts ist selbst ein erfahrener Trader und zugleich Psychologe. Er geht in seinem Buch Trading Psychologie auf die Bedeutung der psychologischen Fallstricke beim Trading ein. Dabei erzählt er immer wieder aus seinen Coaching-Sitzungen mit seinen Klienten. Das Buch ist in 4 Teile unterteilt und behandelt verschiedene Aspekte der Trading Psychologie. Im ersten Teil geht es um die Bedeutung von Emotionen beim Trading und wie du mit ihnen umgehen solltest. Hier erfährst du, wie Emotionen wie Angst, Gier und Euphorie deine Handelsentscheidungen beeinflussen können und wie du diese Emotionen in den Griff bekommen kannst. Im zweiten Teil geht es um die Bedeutung der mentalen Stärke beim Trading. Hier lernst du, wie du deine mentale Stärke trainieren und verbessern kannst, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Dabei geht es um Themen wie Konzentration, Geduld und Disziplin. Im dritten Teil geht es um die Bedeutung von Glaubenssätzen beim Trading. Hier erfährst du, wie deine eigenen Überzeugungen und Denkmuster deine Handelsentscheidungen beeinflussen können und wie du diese Glaubenssätze ändern kannst, um so erfolgreicher zu handeln. Im vierten und letzten Teil geht es um die Bedeutung von Stress beim Trading. Hier zeigt er dir anschaulich auf, wie Stress deine Handelsentscheidungen beeinflussen kann und wie du damit umgehen kannst, um erfolgreicher zu handeln. Ich finde das Buch sehr praxisorientiert. Du findest im Buch viele Tipps und Techniken, die du direkt in der Praxis anwenden kannst. Dabei sind die Erklärungen einfach und verständlich geschrieben, sodass auch Anfänger keine Probleme damit haben, die Thematik zu verstehen. Was ich besonders an dem Buch mag, ist die Tatsache, dass es nicht nur um die Theorie geht, sondern dass Norman Welts auch aus seiner eigenen Erfahrung als Trader spricht und immer wieder Einblicke in seine Coaching-Sitzungen gibt. Dadurch wird das Buch noch praxisnäher und man kann sich noch besser in die Thematik hineinversetzen. Zusammenfassend kann ich das Buch Trading Psychologie von Norman Welts jedem empfehlen, der sich für den Handel an der Börse interessiert. Es ist ein Buch, das nicht nur hilfreiche Tipps und Techniken bietet, sondern auch dazu beiträgt, die eigene mentale Stärke zu verbessern und dadurch erfolgreicher zu handeln. Den Link zum Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao.